unseren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl hier in Nordrhein-Westfalen, den Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Guido Westerwelle. Herzlich willkommen in Aachen. Bevor es soweit ist, möchten wir Ihnen in einer kurzen Talkrunde aber gerne auch unsere lokalen Kandidaten vorstellen. Deswegen bitte ich jetzt zu mir auf die Bühne aus den drei Wahlkreisen dieser Region. Birgit Havenitz hier im Wahlkreis Aachen, die Direktkandidatin. Petra Müller, Kandidatin in Aachen-Land. Und Linus Stieldorf, der Kandidat in Heinsberg. So, hier um mich herum, herzlich willkommen. So, ja, meine Damen und Herren, wir wollen die drei Kandidaten ganz kurz kennenlernen und ich fange mal hier zu meiner Rechten an. Birgit Havenitz kandidiert hier in Aachen für den Bundestag. Was machen Sie denn sonst so, wenn Sie nicht für den Bundestag kandidieren? Ich bin seit 2 Jahren sehr viel politisch aktiv, also auch dann bin ich gerne für die liberalen Gedanken und liberalen Ideen unterwegs. Ich bin aber auch verheiratet, habe 4 Kinder und bin berufstätig hier in Aachen und von daher kommt in meinem Alltag keine Langeweile auf. Das kann ich mir vorstellen, vielen Dank. Birgit Havenitz, Petra Müller, keine Unbekannte, kandidiert zum 3. Mal für den Deutschen Bundestag und ist seit 4 Jahren auch für unsere Region in Berlin aktiv. Was waren denn Ihre Baustellen in Berlin, Frau Müller? Also Baustellen ist natürlich das Stichwort. Ich bin ja gelernte Architektin und durfte mich in Berlin als Sprecherin für Stadtentwicklung natürlich mit diesem Thema auch beschäftigen. Was haben wir gemacht? Wir haben verhindert, dass es eine Zwangssanierung gibt für Gebäude. Wir versuchen für die 40%, die in Primärenergien in Gebäude fließt, vernünftige Nutzungskonzepte zu finden. Ich habe mich für Aachen, für die Region, um das dritte Gleis zwischen Aachen und Köln gekümmert. Ich habe versucht, den ICE halt nach Aachen zu bringen. Wenn wir demnächst mal den ICE 3 aus Wegberg bekommen, da steht er nämlich auf der Teststrecke, dann fährt er auch. Das wäre ganz schön. Ich glaube nämlich für die Infrastruktur und für die Region sind noch viele Dinge zu erledigen, aber ein bisschen haben wir gemacht. Herzlichen Dank, Frau Müller. Und last but not least, der Jüngste in der Runde, Linus Stieldorf, 18 Jahre alt, kandidiert in Heinsberg für die FDP im Wahlkreis. Und die Frage an Sie ist natürlich auch ein bisschen, mit 18 Jahren sind Sie ja sozusagen Erstwähler, jetzt sind Sie aber auch gleich Erstkandidat. Das ist nicht der Normalfall. Gibt es denn für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie den Wahlkreis Heinsberg nicht auf Anhieb direkt gewinnen, noch einen anderen Plan in Ihrem Leben? Womit beschäftigen Sie sich sonst? Also natürlich gibt es auch einen Plan B, das sollte man immer haben, wenn man kandidiert. Und im Plan B werde ich der Politik treu bleiben, indem ich Politik und Wirtschaft Ostasiens in Bochum studieren werde. Und mit 18 Jahren ist man natürlich jung, wenn man kandidiert. Aber ich will gerade zeigen, dass Jugendliche was bewegen können. Dafür stehe ich ein, dafür will ich eben kämpfen. Vielen Dank. Trotzdem natürlich toi, toi, toi. Vielleicht klappt es ja auch im Wahlkreis mit dem Mandat. Birgit Havenitz, was sind denn die Themen, die Sie gerne in Berlin bewegen würden, wenn es mit einem Bundestagsmandat klappt? Ja, es wird ja niemanden wundern, dass für mich der Schwerpunkt auf der Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die wir anpacken müssen. Mir ist natürlich die Vielfalt in der Bildung wichtig, das ist eben schon angesprochen worden. Mir geht es aber auch ganz klar um die Flexibilität bei den Rahmenbedingungen für Familien und um die Entlastung für Familien. Und das ist ein ganz großes, weites Feld, in dem wir uns da bewegen. Und diesmal mal mit Herrn Stieldorf weiter. Was sind denn Ihre Themen? Gibt es da was speziell für die junge Generation, was Sie gerne umsetzen möchten? Oder gibt es eher so eine allgemeine politische Idee von Ihnen? Ist eine Mischung aus beidem. Natürlich, gerade mit 18 Jahren will man sich für seine Generation einsetzen. Das ist, wie Christian Lindner es eben schon angesprochen hat, die Schuldenpolitik. Denn es gibt nichts Brutaleres für Jugendliche als einen hochverschuldeten Staat. Gehen wir in den europäischen Vergleich, sehen wir eben, dass aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, Spanien oder auch Frankreich, dass besonders die Jugend immer darunter leidet. Und dafür will ich was einsetzen, dass wir in 10 Jahren immer noch, dass es uns dann immer noch so gut geht, wie es uns jetzt geht. Und dafür kämpfe ich. Vielen Dank, Linus Stieldorf. Petra Müller, Pläne und politische Ziele, was gibt es in Berlin noch zu tun?
Also ich sehe mich natürlich in erster Linie als Anwalt der Region in Berlin. Also die Projekte liegen hier auch vor Ort. Infrastruktur, ein ganz wichtiges Stichwort. PKW baut, nicht mit uns. Wir haben im letzten Bundeshaushalt 1 Milliarde mehr für Straßen- und Infrastrukturprojekte ausgewiesen. Ich kann sagen, hier in NRW, in meiner Region, ist nichts angekommen. 98 Straßenprojekte sind von der Prioritätenliste gefallen. Sie fahren über Hoppelpisten. Ich denke, das sollte ich ändern. Vielen Dank Ihnen dreien. Politische Ambitionen, kurze Vorstellung. Ich danke Ihnen, dass wir Sie kennengelernt haben. Wünsche für die letzten 2 Tage noch die notwendige Energie für den Wahlkampf hier vor Ort. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt, meine Damen und Herren, freuen wir uns natürlich alle gemeinsam, denke ich, darauf, dass wir zum 2. Hauptredner des heutigen Abends kommen. Und ich bitte an das Mikrofon Guido Westerwelle. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich sehr, dass ich einmal wieder in Aachen zu Gast sein darf. Aber bevor ich in die Argumente einsteigen möchte, bevor ich Ihnen sagen möchte, warum ich gemeinsam mit Christian Lindner und unseren 3 Kandidaten um Ihre Stimme werbe, erlauben Sie mir, dass ich vor dem Hintergrund sehr ernsthafter aktueller Entwicklungen einige Bemerkungen vorab mache. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben in sehr ernsten Zeiten. Wir haben in unserer Nachbarschaft Revolutionen und in Syrien erleben wir derzeit einen furchtbaren Bürgerkrieg. Dort sind 100.000 Menschen mittlerweile ums Leben gekommen. Es sind Millionen Menschen, meine Damen und Herren, auf der Flucht. In Syrien selbst und auch in den Nachbarländern. Und seit wenigen Tagen ist es amtlich bestätigt durch die Vereinten Nationen, dass zum ersten Mal im 21. Jahrhundert Chemiewaffen in Syrien eingesetzt worden sind. Es ist das erste Mal in unserem jungen Jahrhundert, dass überhaupt solche chemischen Massenvernichtungswaffen eingesetzt wurden. Da kann niemand einfach drüber wegsehen. Und deswegen geht mein Appell an die Weltgemeinschaft, aber ich denke auch überparteilich, an uns alle hier auf diesem Platz. Das ist ein zivilisatorisches Verbrechen und es muss auch entsprechend beantwortet werden, indem der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen endlich grünes Licht gibt, damit der Internationale Strafgerichtshof diejenigen zur Verantwortung ziehen kann, die ein solches Verbrechen auch zu verantworten haben. Und deswegen geht unser gemeinsamer Appell gerade am heutigen Tage nach Russland an die russische Regierung, einem Regime, das chemische Massenvernichtungswaffen einsetzt, endlich die schützende Hand im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu entziehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir setzen darauf, dass eine politische und diplomatische Lösung in Syrien möglich wird. Wir glauben nicht, dass eine militärische Intervention dauerhaften Frieden, dauerhafte Stabilität nach Syrien bringen kann. Wir sind der Überzeugung, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es klüger ist, den Weg der Politik zu gehen. Deutsche Außenpolitik bleibt Friedenspolitik. Das heißt, wir sind bei militärischen Auslandseinsätzen zurückhaltend. Wir wollen immer und immer zuerst der Politik eine Chance geben in den Verhandlungen. Und darum geht es, meine sehr geehrten Damen und Herren. Politische Lösungen, das ist besser als militärische Interventionen. Das war das Markenzeichen in den letzten 4 Jahren. Deutsche Außenpolitik soll Friedenspolitik bleiben. Darum bewerbe ich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren. Ich möchte den Helfern herzlich danken. Sie haben gesehen, dass ich hier einen Tee gekriegt habe. Das liegt daran, Sie sehen das auch am Mantel und am Schal.
dass ich auf vielen Plätzen schon gesprochen habe, da hat es dann geregnet und das ist dann nicht ohne Schaden für die Stimme geblieben. Und dann können Sie den Wert einer Zweitstimme erst richtig schätzen lernen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe damit begonnen am Anfang, weil wir erkennen müssen als Deutsche, dass es uns zwar außerordentlich gut geht, aber dass wir nicht auf einer Insel der Seligen leben. Wir sind gekoppelt nicht nur an die Schicksale unserer Nachbarn, sondern auch an das Schicksal in der Welt. Und sehr oft, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich aus anderen Ländern zurückkehre, von vielen Reisen, und es wird Ihnen auch so gehen, habe ich den Eindruck, manchmal, glaube ich, wissen wir gar nicht, wie gut es uns hier zu Hause geht, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir wissen es manchmal wirklich nicht. Und damit das so bleibt, damit wir weiter ein Land sind, das sich so gut entwickelt, in Frieden, in Freiheit und auch im großen Wohlstand, ist es wichtig, dass jeder von uns mitmacht. Demokratie braucht Demokraten. Und wenn ich in dieser Woche in einigen Talkshows sehe, dass da angeblich intelligente Menschen drüber philosophieren, ob man am Sonntag, ob man übermorgen überhaupt zur Wahl gehen solle, ob es nicht viel schicker wäre, einer Wahl fernzubleiben, ob es nicht viel intellektueller wäre, nicht zu wählen, ob es nicht viel avantgardistischer wäre, zu Hause zu bleiben, wenn am Sonntag die Wahl ist, da, meine sehr geehrten Damen und Herren, empört mich das innerlich zutiefst. Ich bin in Dutzenden Ländern in der Welt in diesen letzten 4 Jahren zu Gast gewesen. Da sind hunderte Millionen von Menschen daran gehindert, ein einziges Mal in ihrem Leben wählen zu dürfen. Sie dürfen nicht wählen, weil sie von Regimen unterdrückt werden, von Diktatoren unterdrückt werden. Sie möchten einmal in ihrem Leben wählen und sie dürfen es nicht. Und dann bei uns solche Debatten, meine sehr geehrten Damen und Herren, jedes Mal, wenn Sie nicht wählen, ist das eine bildliche Ohrfeige ins Gesicht der Menschen auf der Welt, die einmal in ihrem Leben wählen möchten, es aber nicht dürfen, weil sie unterdrückt werden. Es gibt nicht nur ein Wahlrecht, wir sollten es gemeinsam als unsere Bürgerpflicht begreifen. Alle 4 Jahre macht man mit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind ein sehr angesehenes Land. Wir sind ein Land, das ist angesehen in der Welt, ob unserer Diplomatie, unserer Hilfsbereitschaft. Deutschland ist ein sehr hilfsbereites Land. Aber vor allen Dingen sind wir ein Land, das als fleißig und zuverlässig in der Welt gilt. Und das ist es ja, was den Wohlstand auch in unser eigenes Land bringt. Wir sind in der Lage, meine sehr geehrten Damen und Herren, Produkte in die Welt zu verkaufen, aus dem, was man als Makel gedacht war, nämlich Made in Germany, ist heute ein Prädikatsmerkmal geworden. Wir sind fleißig, wir sind leistungsbereit, wir sind zuverlässig, nicht nur bei der Ingenieurskunst, sondern auch bei den Dienstleistungen. Sprich, meine Damen und Herren, wir sind wirklich angesehen in der Welt. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die Welt sich dramatisch verändert. Wir sind nicht mehr alleine eine führende Wirtschaftsnation. Es sind hier viele junge Menschen, und das ist kein Wunder, weil Aachen auch eine Stadt der Bildung und der Ausbildung ist. Es sind viele junge Menschen auf dem Platz, die mögen vielleicht zum ersten Mal wählen und aus Neugierde heute hier zuhören. Ich möchte es Ihnen, ich möchte es euch wie folgt sagen. Als ich in eurem Alter war, als ich in Bonn angefangen habe zu studieren 1980, da waren die Länder, mit denen ich jetzt als Außenminister in St. Petersburg vor wenigen Tagen bei G20 am Verhandlungstisch gesessen bin, überwiegend Entwicklungsländer meiner Jugend. China hat den Öffnungsbeschluss der Kommunistischen Partei überhaupt erst von 1979. Bis dahin gab es nicht mal Privateigentum an Produktionsmitteln. In Indien werden in wenigen Jahren 3-mal mehr Menschen leben als in der gesamten Europäischen Union zusammen. In Brasilien haben Sie gelesen, vor wenigen Tagen, stand garantiert auch in Ihren Zeitungen, dass dort jetzt mehr als 200 Millionen Menschen leben. Davon sind 25 bis 30% jünger als 15 Jahre, jünger als 1,5. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei uns, wenn von der jungen Generation die Rede ist, schauen manche mit 40 auf und denken, sie seien gemeint.
Das ist eine Welt in einem rasanten Tempo, wie sie sich verändert. Und das müssen wir endlich zur Kenntnis nehmen. Wir werden den Wohlstand, die Lebensqualität, die wir in Deutschland haben, gewiss nicht dadurch verteidigen oder bewahren können, indem wir uns hinsetzen und auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern wir müssen erkennen, im Kern unseres Wohlstandes gibt es eine Haltung, nämlich die Bereitschaft, sich anzustrengen, die Leistungsbereitschaft. Und das ist für mich etwas ganz Zentrales bei der politischen Auseinandersetzung. Die Idee, dass man durch flächendeckende Steuererhöhungen den Menschen, die hart gearbeitet haben, immer mehr abnimmt. Die Idee, dass man in der Schule alles glatt und gleich macht. Die Idee, meine Damen und Herren, dass immer mehr die Leistungsunterschiede einplaniert werden. Das wird uns auf Dauer in der Welt nicht voranbringen. Es muss eine Partei geben in Deutschland. Und wir sind diese Partei und mögen wir die Letzten sein, die das auf den Marktplätzen überhaupt noch ansprechen. Die sagen, meine Damen und Herren, wenn man morgens aufsteht, muss man mehr haben, als wenn man liegen bleibt. Leistung muss sich lohnen. Und wer sich hart arbeitend in seinem Leben durchbringt, der muss mehr davon haben, als wenn er es nicht täte. Sonst gibt es keinen Sozialstaat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das traut sich leider keiner mehr, weil alle nur noch darüber reden, wie am besten was verteilt werden soll. Nur eines haben wir nicht verstanden. Es muss erstmal erwirtschaftet werden, was verteilt werden soll. Und wenn sich Leistung nicht lohnt für Sie persönlich, dann werden Sie sich nicht anstrengen. Wenn es ohnehin keinen Unterschied macht, dann wissen Sie, dass Sie natürlich sich nicht so anstrengen werden, wie Sie es vielleicht derzeit tun. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo es nur noch einige wenige Reiche gibt und dann ganz viele Arme, sondern, meine Damen und Herren, wir möchten ein Land bleiben, wo die Mehrheit unseres Volkes von sich sagt, wir sind gesunde Mittelschicht, wir sind gesunder Mittelstand, wir haben weniger als alles, aber wir haben mehr als nichts. Und das ist die Mehrheit unserer Bevölkerung. Und die steht bei uns im Mittelpunkt unserer Politik. Dafür wurden wir kritisiert, aber es ist richtig, dass wir Kurs gehalten haben. Denn es gibt keine bessere, sozialere Politik, als dafür zu sorgen, dass derjenige, der Arbeit sucht, auch wirklich Arbeit findet. Das, meine Damen und Herren, ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ich möchte Ihnen deshalb sagen, dass wir die Politik der Förderung des Mittelstandes und der Mittelschicht fortsetzen möchten. Die letzte große Koalition 2005 hat als erstes die Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte erhöht und anschließend hat sie das Geld genommen und hat es in die Subventionierung von Großindustrien gesteckt. Sie würden wieder die Mehrwertsteuer erhöhen. Und wenn es nicht die Mehrwertsteuer ist, dann würden sie andere Steuern erhöhen. Und sie würden wieder die alte Subventionspolitik aufleben lassen, die wir in der Regierung beendet haben. Erinnern Sie sich noch an die Abwrackprämie, wie das Geld in alte Autos gegeben worden ist. Wir haben damit Schluss gemacht, mit dieser Schuldenpolitik. Wir haben gesagt, da wo Geld investiert werden muss, das ist Bildung, Ausbildung, Forschung und Wissenschaft. Wir haben überall gespart, überall eingespart. Aber bei der Bildung haben wir mehr ausgegeben als jede Regierung zuvor. Und das ist die richtige Weichenstellung. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir in einer Welt, die sich so dramatisch verändert, den wichtigsten Schatz der Deutschen pflegen. Der ist nicht unter unseren Füßen. Wir haben keine Rohstoffe. Der sitzt zwischen unseren Ohren. Wir haben kein Öl, wir haben kein Gas, aber wir haben Grips, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da gehört das Geld investiert. In Bildung, in Ausbildung, in Forschung. Damit gewinnen wir Zukunft, aber bestimmt nicht, indem wir alte Autos mit Abwrackprämien über die Lande ziehen lassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, dass viele erkannt haben, wie sehr wir uns derzeit auch in der Welt umschauen müssen. Und das sind nicht nur die großen Länder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern das sind auch kleinere Länder, die man gar nicht zunächst mal auf dem Schirm hat. Ich möchte Ihnen bewusst zwei Beispiele nennen von Ländern, die ich besucht habe. Die großen kennt man mittlerweile, die BRICS-Länder, Brasilien, Russland, Indien, China und das S für Südafrika. Da weiß man, was dort alles passiert.
dass die mittlerweile mit uns im Wettbewerb um die ersten Plätze der Weltwirtschaft sind, das hat jeder mitgekriegt, egal wo er beruflich tätig ist. Meine Damen und Herren, aber zwei Beispiele aus kleineren Ländern, die die wenigsten hier auf diesem Platz garantiert im Kopf haben. Ich bin vor einiger Zeit in Panama gewesen. Ich habe in Panama, meine sehr geehrten Damen und Herren, die größte Baustelle der Welt besucht, wo natürlich deutsche mittelständische Firmen gerne Aufträge haben möchten. Und man fährt dann dorthin und versucht auch Türen zu öffnen. Das ist ja klar, das ist ja auch gut für uns. Und meine Damen und Herren, diese größte Baustelle der Welt ist also nicht etwa in China, sondern sie ist in diesem kleinen mittelamerikanischen Land Panama. Panama kennt man vom Kanal und von dem kleinen Kinderbuch. Aber ansonsten ist Panama nicht gerade das bekannteste Land bei uns der Welt, was hier diskutiert wird. Die Erweiterung dieses Panama-Kanals ist also jetzt die größte Baustelle der Welt, ist über 80 Kilometer lang. Meine Damen und Herren, es ist dann beeindruckend zu beobachten, wie das zustande kam. Diese größte Baustelle der Welt wurde beschlossen in einer Volksabstimmung von 80% der Bevölkerung. 80% der Bevölkerung haben in der Volksabstimmung beschlossen, sie nehmen die Last der größten Baustelle der Welt für sich in Kauf, weil sie damit Chancen und Zukunft für ihr Land, ihr relativ kleines Land, gewinnen möchten. Durch dieses riesige Infrastrukturprojekt. 80% in einer Volksabstimmung. Ich bin etwas später an einem anderen Ort gewesen, in Singapur. Auch ein relativ kleines Land. Dort ist an einem Ort, wo vorher nicht einmal Land war, da war vorher Wasser. Dort ist an einem solchen Ort ein neues Wahrzeichen gebaut worden, nämlich drei Hochhäuser wurden errichtet. Das Ganze ist verbunden mit einer atemberaubenden Architektur, mit einer sogenannten Himmelsgarten, einer Dachplattform, sage ich mal untechnisch dazu. Dieses neue Wahrzeichen, also drei Hochhäuser, wurde in einem Investitionsvolumen von 5 Milliarden Euro errichtet in 5 Jahren. Und dann fliege ich zurück nach Berlin. Und meine Damen und Herren, dann denke ich an Flughäfen, dann denke ich aber auch an Bahnhöfe, andernorts oder an Elbphilharmonien und was uns sonst noch so alles einfällt. Und spätestens jetzt werden Sie merken, dass ich nicht über Panama oder Singapur spreche, sondern dass ich in Wahrheit über uns rede. Meine Damen und Herren, wenn wir weiter besser leben möchten, dann müssen wir wieder schneller werden. Und dann müssen wir eine Gesellschaft sein, in der es nicht nur Mehrheiten gegen etwas gibt, sondern in der es auch Mehrheiten für etwas gibt. Wir müssen ein Land sein, wo konstruktive Mehrheiten das Sagen haben und nicht die destruktiven, die gegen alles sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Das vielfältig ist. Und das beginnt sehr wohl auch, wie Christian Lindner so klug gesagt hat, gerade auch in der Bildung, in der Schule oder später dann auch in der Ausbildung, im Beruf oder an der Universität. Meine Damen und Herren, wir sind vor dem Gesetz alle gleich. Ansonsten sind wir alle sehr unterschiedlich. Wir sind völlig unterschiedlich begabt, haben unsere eigenen Träume vom Glück. Der eine ist praktischer begabt, der andere ist theoretischer begabt. Ich war erst auf der Realschule. Mein Vater war der festen Überzeugung, deswegen hat er mich auf die Realschule gesteckt, dass in mir ein großartiger Handwerker heranwächst. Mein Vater ist leider dieses Jahr gestorben. Wir haben später sehr oft darüber gelacht, weil wir beide schnell zur Erkenntnis kamen, nämlich ungefähr nach dem dritten Werkunterricht, dass das ein struktureller Irrtum war. Es liegt mir nicht wirklich. Aber es gibt eben Spätzünder und dann gibt es Frühstarter. Und dann gibt es die Praktiker und dann gibt es die vielleicht, die theoretischer begabt sind. Und dann haben wir ein gutes Bildungssystem, wenn wir maßgeschneidert, passgenau auf diese Unterschiedlichkeiten der Kinder eingehen können. Das heißt, wir sind der Überzeugung, dass es ein Fehler wäre, durch die Abschaffung des gegliederten Schulsystems,
durch das Austrocknen des Gymnasiums, dieses passgenaue Fördern von Kindern in einem gegliederten Schulsystem zu beseitigen. Und das ist eine Kernfrage, meine Damen und Herren. Wir haben keine Einheitskinder, also wollen wir auch keine Einheitsschule. Und auch darüber müssen Sie entscheiden, welche Geisteshaltung Bildungspolitik ausmacht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte das mit einem zweiten Gedanken Ihnen näher bringen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich lese vom SPD-Vorsitzenden, dass er jetzt der Überzeugung ist, die Hausaufgaben müssen abgeschafft werden. Dann lesen wir, dass das Sitzenbleiben abgeschafft werden soll. Dann lese ich, die Notengebung soll abgeschafft werden. Sie kennen diese Debatten im rot-grünen Nordrhein-Westfalen und im grün-roten Baden-Württemberg. Und da muss ich, meine Damen und Herren, mich schon wundern über manche Begründung. Die Notengebung soll abgeschafft werden, so nach dem Motto, man will dem Kind das traumatische Misserfolgserlebnis der schlechten Note ersparen. Nur, meine Damen und Herren, wenn man dem Kind das Misserfolgserlebnis der schlechten Note ersparen will, dann nimmt man ihm auch das Erfolgserlebnis der guten Note, wenn es sich auf den Hosenboden gesetzt hat und sich angestrengt hat. Beides gehört zum Leben dazu, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn ich diese Kuschelpädagogik mir ansehe und wenn ich mich dann in der Welt umsehe, dann habe ich das sichere Gefühl, dass uns das in der Welt uns nicht behaupten lässt. Die Vorstellung mit dieser Kuschelpädagogik, die am besten schon zu Beginn des Schuljahres blanko die Zeugnisse für das Ende des Schuljahres mit ausgibt, das geht schief. So verpassen wir den Anschluss in der Welt. Und wenn wir glauben, weil es uns heute so gut geht, muss das auch in Zukunft so sein, machen wir einen schweren Fehler. Wir müssen ein Land bleiben, wo Leistungsbereitschaft nicht negativ als Körperverletzung empfunden wird, sondern wo jeder versteht, Leistungsbereitschaft bringt das ganze Land voran, weil man nur verteilen kann, was vorher erwirtschaftet wurde. Das ist der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Gerechtigkeit. Das sind keine Gegensätze, es sind zwei Seiten derselben Medaille, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mir hat gut gefallen, dass Sie hier drei Kandidaten erlebt haben, Petra Müller, Birgit Habeneck und Linus Stieldorf, die ja ganz unterschiedliche Lebenslagen und Facetten hier auch widerspiegeln. Unterschiedlichste Persönlichkeiten. Petra Müller kenne ich natürlich aus der sehr guten Zusammenarbeit im Deutschen Bundestag. Aber mir hat das auch Spaß gemacht, das muss mir Frau Habeneck bitte nachsehen, heute einen so jungen Mann hier oben auf der Bühne stehen zu sehen. Ich habe auf der Fahrt hierher gehört, dass Sie wirklich 18 Jahre sind. Das ist, ich muss Ihnen ehrlich sagen, für mich sind Sie der persönliche Held des Tages. Und zwar, ich sage Ihnen das wirklich. Ich muss Ihnen sagen, als jemand, der nun jetzt jeden Tag auf den Marktplätzen ist und jeden Tag dafür wirbt, dass man zur Wahl geht, natürlich auch dafür wirbt, dass man uns wählt, das ist ja klar. Aber meine Damen und Herren, da steht man hier und hat hier einen 18-Jährigen auf der Bühne und der macht das hier und stellt sich vor. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist mir so sympathisch. Diese Meckerer, die alles nur schlecht reden, was sie im Fernsehen sehen. Das ist so eine Einstellung, meine Damen und Herren, damit kommt man als Demokrat wirklich nicht weiter. Aber dass man sich mit 18 Jahren hier hinstellt und sagt, ich will die Dinge ändern, mir gefällt vieles nicht, das finde ich absolut bewundernswert. Und da können sich manche junge Leute, entschuldigt bitte, eine ordentliche Scheibe von abschneiden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen eine Haltung haben, eine junge Gesellschaft, eine Gesellschaft aus Menschen in meinem Alter. Eine ältere Gesellschaft, die zusammenhält und die ihre Vielfalt als eine große Chance auch wirklich begreift. Und das möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, noch an zwei Beispielen sagen. Die Bürgerrechte, sie zu schützen, ist ein wichtiges Anliegen von uns Freien Demokraten. Ich habe etwas über die Leistungsbereitschaft gesagt, die mittelständisch orientierte Wirtschaftspolitik, die auf die Totalbesteuerung eben verzichtet. Etwas über die Bildung gesagt, die unterschiedlichen Talente fördert. Und ich möchte etwas über die Toleranz noch sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Weil das ist etwas, was zu uns Liberalen dazugehört. Das ist gewissermaßen unser Gencode. Nämlich, dass wir der Überzeugung sind, dass jeder nach seiner Fasson selig werden soll. Wir sind der Überzeugung, Politiker sollen ihnen nicht sagen, wie sie zu Hause glücklich werden sollen. Das sollen uns auch die Konservativen nicht erzählen, die dann hingehen und erzählen, Mann und Frau, Ehe ohne Trauschein, mit Trauschein, ohne Trauschein ist schon mal verdächtig, oder bei der Kindererziehung, die sich gar nicht vorstellen können, dass das Familien untereinander ausmachen können, wie sie das machen möchten, die dann gleich mit dem moralischen Zeigefinger immer kommen. Oder ich sage es auch sehr persönlich, die Tatsache, dass ich als deutscher Außenminister, anders als in den 50er Jahren, meinen Partner nicht verstecken muss, wenn ich hier in Aachen beim Karneval oder sonst wo bin, das macht mir richtig Freude, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich glaube, es ist auch gut für die Gesellschaft, dass wir ein solches liberales Land sind. Und die Konservativen dürfen Sie mit der Toleranz niemals alleine lassen. Da braucht es Liberales. Und umgekehrt, ja, so ist es nun mal. Wir kämen nicht auf die Idee, Ihnen zu sagen, wie Sie zu leben hätten zu Hause. Wir wollen das nicht. Und umgekehrt vom anderen Spektrum erleben wir auch jetzt die Zuspitzung. Meine Damen und Herren, das muss man sich auf der anderen Seite doch auch mal ansehen. Das ist doch mehr als eine kleine Spitze oder eine Skurrilität im Wahlkampf, das uns bis in die Essensgewohnheiten Geschmacksrichter jetzt drohen. Meine Damen und Herren, ich sitze im Deutschen Bundestag vom Monitor und Frau Müller können sich daran erinnern, vor 14 Tagen auf der Regierungsbank bei der letzten großen Debatte. Und dort sagt die Spitzenkandidatin der Grünen allen Ernstes in einer der zentralen Debatten, nicht so um Mitternacht, sondern so richtig eine der großen Debatten, sagt sie doch dort einmal die Woche Spinat mit Spiegelei. Ich habe gar nicht, ich höre nicht recht. Einmal die Woche Spinat mit Spiegelei. Und ich sitze dann auf der Regierungsbank, schaue mir das an und komme mir so jung vor. Und meine Damen und Herren, haben wir uns mal überlegt, was das ist? Von mir aus kann die Dame so viel Spinat essen, wie sie möchte. 7 Tage in der Woche. Meinetwegen morgens, mittags und abends. Meinetwegen, bis sie außen auch noch grün ist. Ja. Es ist mir völlig egal, aber ich habe das Zeug schon früher nicht gemocht und ich will mich so nicht bevormunden lassen, meine sehr geehrten Damen. Die Dame bewirbt sich um den Deutschen Bundestag und nicht um eine Stelle als Ernährungsberaterin. Und das kann doch nicht durchgehen. Und da sehen Sie in Wahrheit mehr als ein kleines Bonmot. Sie sehen da in Wahrheit eine Haltung zum Leben. Wir kämen gar nicht auf die Idee, Ihnen irgendetwas vorzuschreiben. Wir sind der Überzeugung, Politiker sind dafür da, für die Gesellschaft die Rahmenbedingungen zu setzen. Aber ansonsten sollten sich Politiker aus unserem Privatleben raushalten. Und zwar vollständig, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger. Das ist unsere Haltung der Leistungsbereitschaft und der Toleranz. Und die steht zur Abstimmung. Ob dieser Kompass in der nächsten Bundesregierung und im nächsten Deutschen Bundestag prägend sein Wort mitmachen kann. Und ich möchte schließen, meine Damen und Herren, so wie ich begonnen habe, mit einem Ausblick und einem Umblick um uns herum, um unser Land. Sie werden nicht nur am Sonntag darüber entscheiden, welchen Weg Deutschland nimmt, sondern Sie entscheiden auch über die Frage, welchen Weg nimmt Europa. Wir haben eine schwere Zeit der europäischen Schuldenkrise bewältigen müssen. Zu glauben, nur weil wir jetzt mal 0,4% Wachstum haben, wie im zweiten Quartal jetzt ermittelt in Europa, wir seien aus der Krise raus, ist in meinen Augen wirklich leichtsinnig. Wir sind vielleicht und hoffentlich aus dem tiefsten Tal heraus. Über den Berg sind wir noch nicht. Und deswegen werben wir dafür, dass das größte und einflussreichste Land in Europa, nämlich Deutschland, Kurs hält. Dass wir, so wie wir in Deutschland ausgestiegen sind aus der Schuldenpolitik, dass wir das auch in Europa fortsetzen. Deswegen ist es aus unserer Sicht ein Fehler, wenn die Opposition ihr Projekt von Eurobonds durchsetzen kann. Eurobonds heißt nichts anderes,
als dass man das Schuldenmachen in Europa wieder erleichtert. Nur wir glauben nicht daran, dass man Wachstum durch Schulden kaufen kann. Wachstum ist das Ergebnis von Wettbewerbsfähigkeit, wenn Sie an den Wettbewerb mit den großen Kraftzentren in der Welt denken. Und Wachstum durch Wettbewerbsfähigkeit gibt es nur durch die entsprechenden Reformen. Wir hielten es für völlig falsch, dass man in Deutschland die Steuern erhöht, um damit in Europa das Schuldenmachen wieder zu erleichtern. Wir wollen nicht nur in Deutschland aus der Schuldenpolitik aussteigen, sondern wir erwarten auch von unseren europäischen Partnern, mit denen wir solidarisch sind, dass sie aus der Schuldenpolitik aussteigen. Die Schuldenpolitik darf nicht neu wieder aufgelegt werden, sondern wir müssen sie beenden, sonst landen wir alle. Erstens in der Massenarbeitslosigkeit und zweitens fliegt uns Europa um die Ohren. Und das wäre ein Drama, wenn ich an Frieden und Ausgleich auf unserem Kontinent denke, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe das sichere Gefühl in diesen Jahren gewonnen, dass wir in Europa eine Schicksalsgemeinschaft sind, wir sind aber auch eine Kulturgemeinschaft. Das Leben, das freiheitliche Leben, das wir führen, das ist eben nicht selbstverständlich. Bei uns, habe ich eben gesehen, hinten kann jemand sein Transparent hochhalten und wenn hier jemand von der Regierung spricht, kann er fleißig dagegen protestieren, solange er sich innerhalb der Gesetze bewegt. Und das ist in Ordnung. Das ist ein demokratisches Recht. Hier kann jemand, der vielleicht als Journalist über diese Kundgebung berichtet, ganz kritisch schreiben. Und das ist ein gutes Recht. Dafür haben wir Pressefreiheit. Aber das ist doch nicht, meine Damen und Herren, überall auf der Welt so, sondern das ist doch eher die Ausnahme. Und das, meine Damen und Herren, ist eben in Europa unsere Kulturgemeinschaft. Wir sind eine freie Gesellschaft, wir sind Kinder der Aufklärung als Europäer. Und wir werden in der Welt nicht alleine, sondern nur gemeinsam als Europäer unsere Werte, unsere freiheitliche Werteordnung verteidigen. Mit dem so einfachen, aber so wunderbaren Satz in Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des Staates ist unantastbar, da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Freiheitlichkeit in unserem Land, diese Freiheitlichkeit in Europa, sie ist das, was die Lebensqualität bei uns ausmacht. Deswegen leben wir alle auch so gerne in Deutschland. Und deswegen sagen auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger, gerade in Aachen, glaube ich, muss ich das keinem erzählen, dass wir Europäer sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, mein luxemburgischer Amtskollege hat mir das in einem schönen kleinen Bild mal verdeutlicht. Er berichtete, wie er als luxemburgischer Außenminister neben dem chinesischen Außenminister einst stand. Und dann sagt der luxemburgische Außenminister zu dem chinesischen Außenminister: Exzellenz, Herr Minister, Sie und ich zusammen, wir beide, vertreten jetzt ungefähr ein Fünftel der Weltbevölkerung. Lassen wir es ein zweites Mal sacken, dann stellen wir gemeinsam fest, dass wir hier gar nicht über Luxemburg reden, sondern über uns. In Europa sind wir Deutsche relativ groß. In der Welt sind wir relativ klein. Und deswegen wollen wir, dass wir mit Respekt, gerade gegenüber den europäischen Ländern, die derzeit so viel durchmachen, auftreten. Dass wir aus der Stärke unserer Wirtschaft nicht Überlegenheit, hässliche Worte oder hässliche Gesten finden. Dass wir mit Respekt und Anerkennung über unsere europäischen Freunde und Partner reden. Ich möchte Europa besser machen. Aber diejenigen, die jetzt Europa auf die schiefe Bahn setzen möchten, indem sie unsere Währung aufgeben, denen sei gesagt, wir werden mehr verlieren als ein paar Banknoten oder als ein paar Münzen. Und in dieser europäischen Stadt in Aachen, mit dem wunderbaren Karlspreis, mit der großen Tradition, möchte ich Sie als Bürgerinnen und Bürger aufrufen, am Sonntag auch im europäischen Geist mitzuwählen. Wir, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sind ein Land, das immer gut damit gefahren ist, wenn es von der Mitte aus regiert wird. So soll es bleiben. Wenn Union und FDP übermorgen keine Mehrheit hätten, dann haben SPD, Grüne und Linkspartei eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und dann wird das auch, so wie in Nordrhein-Westfalen, auf kurz oder lang zu einer Regierung führen. Mancher, der von der Großen Koalition träumt, wacht dann am Montag bei Rot-Rot-Grün auf. Und das, meine Damen und Herren, hielte ich für falsch. Niemand, der regiert, macht alles richtig. Aber wenn Sie uns vergleichen mit der Alternative, nämlich einer Mehrheit von SPD, Grünen und Linkspartei, dann glaube ich, fahren wir besser mit einer Regierung der Mitte. Und deswegen werbe ich bei Ihnen vor allem für Ihre Zweitstimme, um Ihre Zweitstimme für die Freie Demokratische Partei, damit Deutschland auch weiter von der Mitte aus regiert wird. Das waren gute Jahre und es sollen weitere gute Jahre folgen. Wir sollten nicht über Bord werfen, was in Wahrheit erfolgreich in Deutschland war. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen Glück und Gesundheit. Und es war schön, wieder einmal bei Ihnen in Aachen zu Gast zu sein. Herzlichen Dank. Guido Westerwelle für diese großartige Ansprache. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie haben viele gute Gründe gehört, am Sonntag nicht nur an uns zu denken, sondern uns hoffentlich auch mit Ihrer Stimme zu unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.